Christian dog. Er ist ein christlicher Hund. And then Joe he told us the name of his dog. Und dann hat Joe uns den Namen seines Hundes gesagt. He said my dog's name is Money. Er sagte, mein Hund heißt Money. And then I saw it. Und dann habe ich auf einmal sehen können, was er gemeint hat. He named his dog Money so that every time he wanted his dog to come, he kept that mental picture. Money comes. Jedes Mal, wenn er also seinen Hund rief, den er ja Money genannt hat, hat er dadurch dieses Bild in Gedanken aufrechterhalten. Jedes Mal, wenn er Money come ruft, come, er das money, Geld come. Ruft. Money come, money come. Well, it's the same way. Geld komm. With genau. You and I calling in the finances. Und genau so sollte es auch mit dir und mir sein, dass wir die Finanzen rufen. And so we took time on Friday night to call in finances for each other. Und so haben wir uns am Freitagabend Zeit genommen, um füreinander Finanzen reinzurufen. And I know that you will be faithful with it. Und ich weiß, dass so wie ihr treu damit seid, because we are faithful. Weil wir treu sind. Amen. Oder ihr seid treu. God wants you to have the best. Und Gott möchte, dass ihr das Beste habt. He wants you wearing the best, living the best, driving the best. Er möchte, dass ihr das Beste anhabt, das Beste fahrt, das Beste habt. Don't think poor. Denke nicht arm. The word says that beloved, I wish above all things that you would prosper and be in health as your soul prospers. Gott sagt in seinem Wort, Geliebte, ich möchte vor allem, dass ihr wohlständig seid so, und gesund seid, so wie es eurer Seele wohl ergeht. Amen. Amen. So, thank you, Lord. Also danke, Herr, that the money comes. Dass das Geld auch kommt. Father, we thank you today. Und Vater, wir danken dir heute for this awesome atmosphere in this church. Für diese wunderbare Atmosphäre in der Gemeinde. And we pray right now. Und wir beten jetzt. Say what you want to say and do what you want to do with the message that you placed in my heart. Sag das und tu das, was du möchtest, mit und durch die Botschaft, die du in mein Herz gelegt hast. In the mighty name of Jesus. In dem mächtigen Namen Jesus. We pray and we believe. Beten wir und glauben wir. Amen. Amen. You can open your Bible today. Ihr könnt heute eure Bibel aufschlagen. To John the 8th chapter. Johannes Evangelium Kapitel 8. And we've been teaching this series on the Father and his family. Und wir sind ja dabei, diese Lehrserie zu bringen über den Vater und seine Familie. When you are a born again child of God, wenn du ein von neuem geborenes Kind Gottes bist, when you know Jesus Christ as your savior, wenn du Jesus Christus wirklich als deinen Herrn und Retter kennst, you change families. Dann hast du damit Familie gewechselt. You come into God's family. Denn du bist in Gottes Familie reingekommen. You leave the kingdom of darkness. Du verlässt das Königreich der Finsternis. And that takes place in the spirit realm. Und das geschieht im Bereich des Geistes. You become a brand new creation in Christ. Du bist dann eine ganz neue Schöpfung geworden in Christus. You are no longer that old person. Du bist nicht mehr länger dieser alte Mensch, you become a brand new person. Sondern du bist eine ganz neue Person your geworden. Spiritual DNA changes. Deine geistige DNA verändert sich. God comes to live in you. Gott kommt, um in dir zu leben. You receive his righteousness. Wo du seine Gerechtigkeit empfängst. And you become a son or a daughter of God. Und du wirst ein Sohn oder eine Tochter Gottes. And God becomes your heavenly father. Und Gott wird dein himmlischer Vater. He's not just God. Er ist nicht nur irgendwie Gott. Religious world calls him God. Die religiöse Welt nennt ihn Gott, Gott, Gott. God. Gott. God's God. Gott ist Gott. But you know him. Aber du kennst ihn. You know him as Papa. You know him as Dad. You know him as Father. Du kennst ihn als Papa, als Daddy, als echten Vater. You have a covenant with him. He's one with you. You're one with him. Du stehst im Bund mit ihm. Er ist eins mit dir und du bist eins mit ihm. And that happens because you experience a birth. Und das passiert, weil du wirklich eine Geburt erlebst. It's called a new birth. Und diese wird genannt die neue Geburt. Or to be born again.
wo du von neuem geboren wirst. Just like your body was birthed into the earth and you have a natural father, you have a natural mother. Genauso wie dein menschlicher Körper auf die Erde hineingeboren wird, wo du einen natürlichen Papa und eine natürliche Mama hast. When you get born again, und dann, wenn du von neuem geboren wirst, you experience a spiritual birth. Erlebst du eine geistige Geburt. And God himself, through the Holy Spirit, is birthed into you. Und Gott selbst wird durch den Heiligen Geist hineingeboren in dich. It's the most important supernatural thing that happens in a person's life. Und das ist die bedeutsamste, wichtigste, übernatürlich geistige Sache, die du in deinem Leben erleben kannst. God is your father. Gott ist dein Vater. He's personal. Er ist persönlich. You come into that place that God prepared man for. Du kommst dann genau an diese Stelle, wofür Gott den Menschen überhaupt erst geschaffen hatte. And spiritually you even have a higher relationship with God than what Adam did in the beginning before he fell. Und geistig gesehen hast du eine noch höhere Beziehung mit Gott, als Adam sie hatte, bevor er gefallen war im Sündenfall. And Eve had a choice. Adam und Eva, sie hatten beide and eine God Wahl. Made this relationship by choice. Und Gott hat diese Beziehung gestellt auf die Wahlfreiheit. Yes, Adam fellowshipped with the Lord God. They walked in the garden. They talked. Ja, Adam ist mit dem Herrn im Garten unterwegs gewesen. Er hatte Gemeinschaft gepflegt mit ihm. Er hat mit ihm geredet. But he didn't eat of the tree of life. He should have done that. Aber bei all dem hat er noch nicht gegessen gehabt vom Baum des Lebens, was er eigentlich hätte tun sollen. But instead of eating of the tree of life, und dann anstelle von diesem Baum des Lebens zu essen, he ate of the tree of knowledge of good and evil. Hat er gegessen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. And Jesus had told Adam and Eve, when you do that, you will die, and because you die, you will die. Und Jesus hatte aber bereits Adam und Eva gesagt gehabt, wenn ihr das tun werdet, von diesem Baum zu essen, dann werdet ihr sterbend sterben. He died spiritually. Und er starb geistig. Which means that spiritual death or sin nature was birthed into him out of that tree. Was bedeutet, dass Sündennatur, die Natur des geistigen Todes in sie hineinkam? And Satan became their father. Und Satan wurde so ihr Vater. Because he's the father of the sin nature. Weil er der Vater der Sündennatur ist. But you, aber ihr, oh, somebody shout, und jubelt mal jemand hier, have eaten of that tree. Ihr habt gegessen von dem Baum, because when Jesus came, weil als Jesus kam, he came as the first son of God, kam er als der erste Sohn Gottes, and he died on a what? Und er starb dann wo? On a cross, right? Er starb doch am Kreuz, richtig? And what is the cross? Und was ist das Kreuz? The cross comes from a tree. Das Kreuz kommt von einem Baum her. He was made sin with our sin nature. That sin nature originated with Adam. Er wurde zur Sünde gemacht und diese Sünde stammte von Adam her. That's why the Bible calls Jesus the last Adam. Deshalb nennt die Bibel Jesus auch den letzten Adam. Because Jesus had to come and fix the problem of the first Adam. Weil Jesus kommen musste, um das Problem zu lösen, das der erste Adam verursacht hatte. And the only way he could do that is to identify with man in man's fallen condition. Und die einzige Chance, die er hatte, war zu kommen und sich mit dem gefallenen Zustand zu identifizieren, in dem der erste Mensch gekommen ist und das alles reinbrachte. And so when Jesus died on the cross, als Jesus dann also am Kreuz starb, and he cried out, my God, und er ausrief, mein Gott, my God, mein Gott, that wasn't what he said before the cross. Und das war nicht das, was er vor der Kreuzigung sagte. He always prayed to God as Father. Denn bis dahin hat er zu Gott immer als seinem Vater gebetet. But on the cross, which represents the tree of knowledge of good and evil, aber am Kreuz, was diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse repräsentierte, he died spiritually and physical death came. Dort starb er geistig und physischer Tod
war im Schlepptau. He actually experienced a birth. Er hat tatsächlich eine Geburt erlebt. But it wasn't a good birth. Aber diese Geburt war keine gute. Sin nature was birthed into him because he gave up his righteous nature. Denn die Sündennatur wurde in ihn hineingeboren, weil er seine gerechte Natur aufgegeben hatte und niederlegte. And then he was separated from God. Und so wurde er von Gott getrennt. God turned his back. Gott hat ihm seinen Rücken zugekehrt. He cannot have relationship, a holy God, with a sinner man. Gott konnte als heiliger Gott keine Gemeinschaft mehr haben mit einem sündigen Menschen. And then Jesus went to hell. Und dann ging Jesus so in die Hölle. But he didn't do that because of what he had done. Aber das hat er nicht getan wegen irgendetwas, was er gemacht hatte. He was taking our place in our fallen condition. Sondern er nahm unsere Stellung ein in unserem gefallenen Zustand. As children of the devil with a fallen nature. Als Kinder des Teufels mit einer gefallenen menschlichen Natur. And he went to hell. Und so this ging er is in die where Hölle. People that don't know Jesus go. Und das ist der Ort und der Zustand, in den Menschen hingehen, die But Jesus nicht Halleluja. Kennen. Halleluja! Aber in hell, the word says he took his life back. Das Wort berichtet darüber, dass in der Hölle Jesus sein Leben wieder zurücknahm. And Hebrews 1 says he became the firstborn among many brethren. Oh. Und Hebräer 1 sagt, dass er zum Erstgeborenen unter vielen Brüdern wurde. He became a son of God, it says in Hebrews 1 again. Und im Hebräer 1 heißt es, dass er wieder zum Sohn Gottes wurde. So he walked as a son of God, he laid down that sonship and then he took it back. Also er kam als Sohn Gottes, hat sein Leben niedergelegt und hat dann sein Leben als Sohn wieder zurückgenommen. But the great thing is, aber das Großartige dabei ist, we were in him as sinner man and we were in him as resurrected son. Wir waren in ihm als sündiger Mensch und wir waren genauso auch in ihm dann als auferstandener, gerechter Sohn. And this is how you get born again. Und genau so geschieht die Neugeburt. You recognize you're a sinner and you need a savior. You cannot save yourself. Du erkennst, dass du ein Sünder bist und dass du dich nicht selber retten kannst und einen Retter brauchst. And you recognize Jesus came to save you. Und du erkennst, dass dieser Jesus dazu gekommen ist, um dich zu erretten. So you are in him a sinner man and you acknowledge that. Also du erkennst das und anerkennst das, dass du in ihm warst als ein sündiger Mensch. But then you believe he raised from the dead. Aber dann glaubst du auch, dass er aus den Toten auferstand. And you believe you were in him in that resurrection. Und du glaubst, dass du in ihm warst in dieser Auferstehung. You accept Jesus as your Lord, your Savior, and what happens? You are born again. Und du nimmst Jesus an als deinen Erretter und deinen Herrn. Und was passiert dabei? Du wirst genau da von neuem geboren. Born again of what? Von neuem geboren. Von was the denn? Nature that he took back. Von dieser Natur, die er selbst zurücknahm. You got the same zurücknahm. Life in you that was in Jesus. You're a son, a daughter of God. God is your father. Du hast dasselbe Leben, das Jesus in sich hatte. Und so bist du eine Tochter oder ein Sohn Gottes. Von neuem geboren, Kinder Gottes. Oh, somebody shout in this Jubelt place. Mal jemand hier. Halleluja. Halleluja. So we saw, also wir haben gesehen, in John 15, 15, in Johannes 15, 15, that there was a process. Dass da ein Prozess war. Jesus said, I don't call you servants anymore, I call you friends. Und Jesus sagte, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. But he said, there's gonna be a day. Aber er sagte auch, da wird der Tag kommen. And then we see later on in the book of John, und dann sehen wir weiter hinten dann im Evangelium des Johannes, 20 and verse 17, after the resurrection, Kapitel 20, Vers 17, und das war nach der Auferstehung, that Jesus appears to Mary Magdalene, wo Jesus der Maria Magdalena erscheint, and he says to her, und er sagt zu ihr, you go tell my brethren, your brethren, he calls them now brothers. Geh du hin und sage meinen Brüdern, und er nennt sie hier wirklich Brüder, seine Brüder. And he calls God my father and your father. Er nennt Gott seinen Vater und euren Vater. So when you're born again, God is not just God, he's Father. Wenn du also wirklich von neuem geboren bist, ist Gott nicht einfach nur irgendwie Gott, sondern dann ist er
dein Vater. And that is made possible through the death, burial and resurrection of Jesus. Und das wurde ermöglicht durch den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Now, look at John 8:44. Nun schaut euch an Johannes 8 Vers 44. And let's look at two fathers today. Und lasst uns heute hier uns mal zwei Väter betrachten. John 8:44. Johannes 8:44. It says, da heißt's, and Jesus is speaking to the religious people. Und Jesus redet hier zu den religiösen Leuten. He says, er sagt ihnen, and you are of your father. Ihr habt zum Vater. You are of your father. Ihr habt zum Vater. Your father, verse 44, John 8. You're of your father, the devil. Johannes 8, Vers 44. Da heißt's, ihr habt den Teufel zum Vater. So who is their father? Wer ist ihr Vater? The devil was their father. Der Teufel war ihr Vater. And this is what Jesus would say to any person that is not born again. Und das ist es, was Jesus jedem einzelnen Menschen sagen wird, der nicht von neuem geboren ist. And he's talking about the devil is the father of the sin nature in those that are unsaved. Und Jesus sagt damit, dass der Teufel der Vater der Sündennatur ist in jedem Einzelnen, der nicht errettet und von neuem geboren ist. Every one of us at one time in our life had the devil as our father. Jeder einzelne von uns hatte zu einer Zeit in seinem Leben den Teufel zum Vater gehabt. Because we all had that sin nature in us, that's why Jesus had to come and that's why we must be born again. Weil wir alle diese Sündennatur des Teufels in uns hatten und wir alle brauchten deshalb die Neugeburt, um von Jesus gerettet zu werden und deshalb ist er ja auch gekommen, um für uns das zu bereitzustellen. And the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there's no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. That is the spirit that is in this world. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. The world is loaded with death, spiritually, physically, all things lead to death. Und das ist genau der Geist, der in der Welt ist, und in der Welt ist genau das, physischer Tod, Zerstörung, Verderben, wo du hinschaust. Notice what Paul writes in Ephesians, the second chapter. Und schaut euch das an, was Paulus schreibt im Epheserbrief im zweiten Kapitel. In Ephesians chapter 2. Epheserbrief Kapitel 2. Look at verse 1. Schaut euch das an, Vers 1. It says, and you hath he quickened, or and you hath he made alive. Verse 1. Ja, im Deutschen ist die... lebendig gemacht. Yeah, that's right. And you hath he quickened. Das steht bei mir nicht im Vers 2. Read it in German. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Yeah, that's right. In denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. So, and you hath he quickened, notice what it says, who were dead in trespasses and sin. So we were dead in sin. Wir waren also tot in Sünde. But we come alive. Aber wir sind zum Leben gekommen. The word quickened, it's an old English word. Das Wort lebendig, ja, oder erfrischt und lebendig gemacht ist ein altes englisches Wort. It can actually be used for a part of your finger. Es kann tatsächlich benutzt werden für einen Teil eures Fingers. Right here, this is called the quick of the finger. I can't see it. Right here. Ah, okay. Der Punkt hier vorne ist das. It's called the quick. That's what it is in English. The quick, das Lebendige des Fingers. So it's a little bit different than lebendig, but ja, I'll explain what Fingerspitze, it means. Die Fingerspitze, jedenfalls. I'll use an illustration. In the Baustelle. Ich gebrauche eine Illustration. Auf der Baustelle. How many of you used an Akkuschrauber? Wie viele von euch haben mit dem Akkuschrauber gearbeitet? You did, didn't you? Das habt ihr doch gemacht, oder? And some of you we taught you. Und einigen von euch haben wir es beigebracht. But what did we tell you? One thing. Aber was war eine Sache, die wir euch gesagt haben? Watch your what?
Passt auf was denn? When you're holding the screw. Wenn ihr die Schraube haltet. What do we tell you, Helen? Was haben wir euch gesagt, Helen? Watch your finger. Pass auf deine Finger auf. Why? Warum? When you put pressure on that screw. Wenn du Druck gibst auf die Schraube. If it comes off. Wenn du abrutscht. And you're holding it the wrong way. Und wenn du die Schraube auf die falsche Art und Weise hältst. You can put that screw right there, the end of that Akkuschrauber right there. Dann kannst du das Ende des Akkuschraubers direkt da reinrahmen. And I promise you, you will come alive. Und ich verspreche dir, wenn das passiert, wirst du urplötzlich lebendig werden. That's why it's called the quick. Und deshalb wird die Fingerspitze das Lebendige genannt. Sometimes people say the wrong words when that happens. We don't do that as Christians. Und manchmal sprechen Leute dann falsche Worte aus, wenn sowas geschieht. Und wir als Christen, wir sind nicht so. Wir uns passiert das nicht. Wir tun das nicht. Or it's the same way when you're nailing. Oder dasselbe auch, wenn du Nägel reinschlägst. You hold that nail a certain way. Du hältst diesen Nagel auf eine ganz bestimmte Weise. And it's important that you have practice and you get good with a hammer, because it can hurt, I promise you. Und es ist wichtig, dass du geübt bist und mit dem Hammer umgehen kannst, denn es kann wirklich richtig wehtun, wenn das schief geht. I've never done it, but I've seen people that have, and I learned. Ich habe selbst das noch nie getan, aber ich habe gesehen, wie es andere Leute getan haben, und daraus habe ich gelernt. Well, that's the word that's used in English here. Nun, und das ist genau das Wort, was hier im Englischen verwendet wird. It means to come alive. Es muss lebendig werden. So we were dead in sin, but through Jesus we came alive. Wir waren also tot in Sünde, aber durch Christus Jesus sind wir lebendig geworden. Halleluja. Halleluja. We're alive with the life of God. Wir sind lebendig mit dem Leben Gottes. It's called Zoe, the nature and life of God. Es wird Zoe genannt, die Gottesart zu leben. Now look at verse 2. Und schaut euch Vers 2 an. Wherein in time past you walked according to the prince of this world. In denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten. According to the prince of the power of the air that worketh now in what? Der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt wirkt. In what? In was denn? The children. In den Kindern oder den Söhnen, wie es hier heißt. So at one time we were children of the devil with the same father that the people had that Jesus was speaking to. Wir waren also zu einer Zeit Kinder desselben Vaters, wie der Vater, den die Leute hatten, zu denen Jesus hier sprach, in dem, was wir gelesen haben. The father of the sin nature that separates man from God. Der Teufel ist der Vater der Sündennatur, die Menschen von Gott als Vater trennt. This is why as a Christian you can call God Father, but if you're not a Christian, if you're not born again, God is not your father. Deshalb kannst du, wenn du ein von neuem geborener Christ bist, Gott deinen Vater nennen, und wenn du aber nicht wenn du nicht von neuem geboren bist, kannst du Gott nicht Vater nennen, weil er nicht dein Vater ist. There's only one way. Denn es gibt nur einen Weg. And that's through Jesus. Und das ist durch Jesus. And that's to come alive. Und das ist es, was lebendig macht. To get in you what Jesus had in him. In dir das zu empfangen, was Jesus auch in sich hatte. Oh, somebody say something. Sag mal jemand was hier. Halleluja. Halleluja. Verse 3, among whom also we, notice Paul uses the term we, he's talking about himself. Vers 3, und bemerkt hier, dass Paulus auch von sich selber spricht, wenn er hier sagt, unter ihnen führten auch wir. And he's writing here to all that are born again, that are believers. Er schreibt hier also zu von neuem geborenen Leuten, die also Glaubende waren. Among whom also we had our conversation, that means our lifestyle, in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and notice, were by nature. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben, also wir hatten diesen Lebensstil, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und passt jetzt auf, was er weiter sagt, und wir waren von Natur, by nature, von Natur aus, nature,
von Natur. What nature is he talking about? Von welcher Natur redet er hier? He's talking about the sin nature. Er redet hier von der Sündennatur. The nature, not the act, the nature. Er redet hier von der Natur der Sünde, nicht von einer Sündentat, sondern von der Natur, der ganzen Natur der Sünde. Of the sinner to sin. Es ist It's die nature. Natur eines Sünders zu sündigen, weil es nun mal seine Natur ist. It's the devil's nature. Es ist die Natur des Teufels. You understand? Versteht ihr? But when you get born again, somebody Aber say something. Hallelujah. Wenn du von neuem geboren wirst, sag mal was hier. The old rotten DNA gets sucked out of you and the good Holy Ghost DNA gets put into you. Dann wird die alte, verdorbene, tote Natur aus dir rausgeholt und Gottes DNA seiner Gerechtigkeit und seines Lebens wird in dich hineingegeben. Oh, Halleluja! Halleluja! And you're brand new. Und dann bist du wirklich ganz neu. All things are passed away. All things have become new. Say, look at your neighbor and say, hello, new. Alles ist vergangen und Neues ist geworden. Und schaut deshalb mal deinen Nachbarn an und sag ihm, hallo, du Neuer. Oh, hallelujah. And we're by nature the children of wrath, even as others. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. But God. Gott aber. Hallelujah. Halleluja, but God. Gott aber. Everybody say, but God. Sag das mal zusammen. Gott aber. But God. Hallelujah. Gott aber. Who is rich? He's rich. Der reich ist. Ooh, he's rich in what? Er ist reich. An was denn? Mercy, Barmherzigkeit, Forgiveness. An Erbarmen und Vergebung. He's rich. Er ist reich. In mercy. An Erbarmen. He's rich in mercy. Er ist reich an Erbarmen. There's a lot of mercy. Da ist viel Erbarmen. There's mercy for a sinful world. Da ist Erbarmen für eine ganze sündige Welt. There's enough mercy to cover every sin of every sinner. Hallelujah. Da ist genug Erbarmen, um alle Sünden der Sünder abzudecken. You just gotta receive it. Der Punkt ist, du musst es auch annehmen. You make a choice. Du triffst die Entscheidung. You choose the right tree. Du entscheidest dich für den richtigen Baum. Hallelujah. Halleluja. Jesus chose the bad tree on the cross because of our condition of sin. Jesus entschied sich am Kreuz für diesen üblen Baum wegen unserem gefallenen Zustand. Yeah, but preacher man, you just don't know what I've done. Du weißt doch überhaupt nicht, was ich alles gemacht habe. Stuff I've done. Du hast keine Ahnung von all dem Zeug, was ich getan habe. I don't deserve to be forgiven. Ich verdiene es nicht, dass mir vergeben wird. I don't deserve to know God. You don't know what I've done. Du verstehst gar nicht, dass ich es nicht verdiene, Gott überhaupt anzunehmen und kennenzulernen. I don't deserve mercy. Ich verdiene keine keine Barmherzigkeit. You know what? Jesus didn't deserve the cross. Wisst ihr was? Jesus hat das Kreuz auch nicht verdient. He didn't deserve all your sin. He lived a perfect life. Er hat all eure Sünde nicht verdient, denn er hat ein vollkommenes Leben geführt. So he got what he didn't deserve, so you could get what you don't deserve. You cannot earn this forgiveness. Er hat also das empfangen, was er nicht verdient hatte, und ihr empfangt das, was ihr nicht verdient habt. Du kannst Vergebung nicht verdienen. You accept it, you believe it, you receive it. You recognize you are a sinner, but Jesus became a sinner that you could become righteous, a son, a daughter of God. Hallelujah. Du kannst sie nicht verdienen, sondern du kannst sie nur annehmen, du kannst es glauben und es so empfangen, dass dir vergeben ist und seine Barmherzigkeit dir zuteil wird und that you can become a son of God. Hallelujah. Jesus hat es für dich bereit gemacht, dass du durch ihn, durch diesen Austausch, den er herbeigeführt hat, ein Sohn Gottes werden kannst, eine Tochter Gottes werden kannst. Somebody say something. Sag mal jemand was hier. God is your father. Gott ist dein Vater. You have a father. Du hast wirklich einen echten Vater. But God is rich in mercy for the great love. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Is that what we had a song about today? The amazing love. Und dieses Lied hatten wir ja heute über diese gewaltige, erstaunliche, ehrfurchtgebietende Liebe. Wherewith he loved us, mit der er uns geliebt hat, even when we were
dead in sins hath quickened, there's that word again, quickened us together with Christ Jesus, by grace you are saved. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Do you know what grace is? Und wisst ihr, was Gnade ist? Grace, Gnade, is everything Jesus worked for to give to you free. Ist alles, wofür Jesus gewirkt und gearbeitet hat, um es euch in freien Stücken zu geben. Jesus worked. Jesus hat and he's gearbeitet. The only one that could do it. Und Jesus war der Einzige, der das tun konnte. And what he did, all of his works were perfect. Und was er gemacht hat, alle seine Werke waren vollkommen. He worked and he did what you couldn't do. Und er hat gearbeitet, was keiner tun konnte. So that you could freely receive what he worked for. Dass du ganz frei annehmen kannst, wofür er gewirkt hat. So you could have the same standing with God he had, so that you could know God as Father the way he did. Du kannst also durch ihn denselben Stand mit Gott haben, wie er ihn hatte, und du kannst dasselbe haben wie das, was er hatte. Oh, go with mit me Gott, to 1 John 3. Geht mal in 1. Johannes Kapitel 3. Go with me to 1 John 3. Somebody do something. Hallelujah. Geht mit mir mal in 1. Johannes 3. Sag mal jemand was hier. Halleluja. Look at this. Schau dich das an. 1 John 3. 1. Johannes 3. Behold. Siehe. Behold. Seht. 1 John 3, that's back toward the book of Revelations, one book before. This 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Hallelujah. Der 1. Johannesbrief, also vor der Offenbarung, 1. Johannesbrief, 2. Johannesbrief, 3. Johannesbrief und dann der Judas. Jetzt in dem Fall der 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Schau Look dich das what it an. Says. Schau dich das an, was es hier Look heißt. What it says. Schau dich das an, was Look es hier what heißt. It says. Schau dich das an, behold. Was es hier heißt. Siehe. Everybody say, behold. Sag mal alle zusammen, seht. Or the word behold means to get a revelation. Und dieses Wort seht bedeutet auch kriegt Offenbarung. Revelation is the word of God quickened in you. It becomes rhema in you. It's the rhema word of God in you. Hallelujah. Offenbarung bedeutet, dass Gottes Wort in einem Rhema dir persönlich in deinem Inneren zur Offenbarung wird. Halleluja. Not just hear, but you see. God wants you to see it this way. Nicht nur hören, sondern zu sehen. Gott möchte, dass du es auf eine bestimmte Art und Weise wirklich siehst. And John is so thankful. Und Johannes ist so dankbar. When he writes this, als er das schreibt, he says, "Behold." Und er sagt, seht. Behold. Siehe, seht. Or get a revelation. Krieg eine Offenbarung. What manner? Welch eine Art? This is a different kind of love than world love. Hier ist eine andere Art von Liebe gemeint, als die Welt sie hat. Remember what Jesus said, as my Father hath loved me, so have I loved you. Erinnert euch daran, wie Jesus sagte, so wie mein Vater mich geliebt hat, habe Go auch ich euch geliebt. In my love. Geht also hin in meiner Liebe. As my Father hath loved me, so I love you. Go forth in my love. Hallelujah. Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Und geht hin in meiner Liebe und bleibt darin. And John writes, und Johannes schreibt, behold, seht, or get a revelation, oder anders ausgedrückt, of this kriegt eine Offenbarung, kind of love, kriegt eine Offenbarung über diese this andere Art amazing der Liebe, love, dieser erstaunlichen Liebe, that takes a destroyed life and makes something out of it, die ein zerstörtes Leben nimmt und daraus was Kostbares, Schönes macht. This kind of love that completely removes the sin nature. Diese Art Liebe, die vollständig die Sündennatur auslöscht. This kind of love that caused Jesus to leave perfect heaven and come to a sin earth. Diese Art Liebe war es, die Jesus dazu gebracht hat,
den Himmel zu verlassen und auf die zerstörte Welt der Sünde zu kommen. This kind of love that takes a broken heart and heals it. Diese Art Liebe, die ein gebrochenes Herz hernimmt, um es zu heilen. This kind of love that puts you in the same relationship with God as Jesus. Diese Art Liebe, die dich in denselben Zustand der Beziehung mit Gott bringt, in dem Jesus war. This kind of love that gives you the kingdom. Diese Art Liebe, die dir das ganze Königreich gibt. This kind of love that heals your body. Hallelujah. Diese Art Liebe, die deinen Körper heilt. This kind of love. Diese Art Liebe. That knocks out a suicide spirit. Die einen Todesgeist, einen Geist des Selbstmords this rauswirft. This kind of love that turns your bad hair depression days into days of joy. Diese Art Liebe, die deine depressiven Tage verwandelt in ein Leben des Jubels. This kind of love. Diese Art Liebe. That provides for you. Die für dich alles bereitstellt. The Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. This kind of love that's gonna work out all your stuff. Diese Art Liebe, die sich um alles in deinem Leben kümmert. You know, it's not that we Christians don't have problems. Wisst ihr, es ist ja nicht so, dass wir als Christen keine Probleme hätten. If you think you're going to live in this world without problems, forget it. Wenn du denkst, in dieser Welt leben zu können, ohne Probleme zu haben, vergiss es. The only place you don't have problems is in heaven. Der einzige Ort, wo du keine Probleme mehr haben wirst, ist der Himmel selbst. So don't feel sorry for Christians that have died. Don't feel sorry for them. Also, feier keine Selbstmitleidspartys, wenn Christen gestorben sind. You understand? Versteht ihr? But aber you're not here by yourself in the problem. Du bist hier nicht allein gestellt auf dich in dem Problem. You got answers. Denn du hast Antworten. So we sons and daughters of God, we're not loaded with problems, we're loaded with answers. Wir als Söhne und Töchter Gottes, wir laden uns nicht voll mit Problemen, sondern wir füllen uns mit Antworten. If you got a problem, there's an answer. Wenn du ein Problem hast, gibt's eine Antwort dafür. Hallelujah. 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 And that's why you got to stop telling yourself how big the problem is. You need to tell the problem how big your God is. Und deshalb ist es wichtig für dich, dass du aufhörst, immer dir selbst zu sagen, wie groß dein Problem ist, sondern du musst anfangen, deinem Problem zu sagen, wie groß dein Gott ist. Come on, church. Komm schon. Sag's. He's bigger. Er ist größer. Greater is he that's in you. Größer ist der, der in euch ist. He's greater. Er ist größer. He's greater. Er ist größer. So your problems then turn into testimonies. All eure Probleme. Not monies, but testimonies. Werden sich so in Zeugnisse verwandeln. Also stop the monies and get the testament. The testament, hallelujah. The testament will turn your monies into a testimony. Also im Englischen gibt es ein wunderbares Wortspiel, im Deutschen funktioniert es leider nicht so gut. Jedenfalls, it's better in English on this one. All deine Problemchen, wo du rumjammern könntest, sollen sich in Zeugnisse verwandeln. Why do we call it testimony? Wegen dem Testament. Und warum nennen wir es Zeugnis? Why? Warum denn? Because you have a new testament, a new inheritance. Weil wir ein Zeugnis eines neuen Testaments haben und damit ein Erbe. And every time you testify of a great thing God has done in your life, that testimony goes back to the testament that provided the testimony. Jedes Mal, wenn du ein Zeugnis gibst von etwas, was Gott in deinem Leben getan hat, dann reicht es zurück auf das, was durch das Testament bereitgestellt worden ist. Und das Testament war es, was das Zeugnis hervorgerufen hat. And Paul writes, we are an heir of God and a joint heir with Jesus Christ. The inheritance goes back to the Testament. Und so schreibt Paulus auch, wir sind Erben Gottes und Miterben Jesu Christi und wir sind deshalb Erben, weil es ein Testament gibt. And why do you have a right to the testament? Because you are the children of God. Und warum hast du Anrecht auf dieses Testament? Weil ihr Kinder Gottes seid. Halleluja. Erben Gottes hello seid. Sons, hello daughters, he's your father, he's provided for you. Hallo, du Sohn, du Tochter Gottes, hallo ihr Kinder Gottes. Er hat euch dieses Testament überlassen. So what does it say?
das Erbe überlassen. Also was heißt hier? Behold, get a revelation of the manner of love, agape, the Father hath bestowed on us. Seht das, kriegt das wirklich als persönliche Offenbarung. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. That we should be called. Dass wir genannt werden. Think about it. Joe named his dog Money. Denk mal drüber nach. Joe hat seinen Hund Money genannt. God calls us sons and daughters. Gott ruft uns, nennt uns Kinder Gottes, Söhne Gottes. And we know his voice. Und wir kennen seine Stimme. And he calls us to go forward as sons and daughters. Er ruft uns, um vorwärts zu gehen als seine Söhne und Töchter. He calls us. Er ruft uns. He names us. Er benennt uns. You understand, Adam and Eve in the beginning, they named, when they named the animals, all the characteristics for that animal were in the name. Versteht ihr? Am Anfang hat Adam alle Tiere der Welt mit Namen benannt. Und was in diesem Namen drin war, waren die Eigenschaften all dieser Tiere. Halleluja. Halleluja. So when God calls us a son, wenn Gott uns also einen Sohn nennt, all the characteristics, dann sind all die Charakteristiken of being a son of God are davon, in that ein name. Sohn Gottes zu sein. Die sind da drin in dieser Benennung, in diesem Namen. Everything Jesus had as a son of God belongs to you. Alles, was Jesus als Sohn hatte, gehört auch dir. That's love. Und das ist Liebe. That's love. Das ist die Liebe. So remember that. Also erinnert euch daran. And if anything is speaking to you that is contrary to that, that's a lie that comes from the devil. Und wenn irgendetwas zu dir spricht, was dieser Sache gegenteilig ist, dann ist das eine Lüge, die vom Teufel herkommt. Und du kannst immer in allem darauf zurückgehen, was Gottes Wort sagt, und du sagst, ich bin ein Sohn Gottes. Und alles, was dagegen ist, ist eine Lüge. All the blessing is in the name. Und der ganze Segen ist in dem Namen. The name of Jesus, in dem Namen Jesus, which represents the human son of God. Was den menschlichen Sohn Gottes darstellt. And you're in him. Und du bist in ihm. He calls you his son. Und er nennt dich Sohn. Hallelujah. Hallelujah. Aren't you glad, church? Gemeinde, seid ihr nicht froh? Well, that's all the farther we're going to go today. Und das ist es, wie weit wir für heute we got gehen some wollen. Great stuff to get into Wednesday. Wir haben Großartiges, in das wir am Mittwoch hineintauchen werden. It's good, isn't it? Es ist gut, oder? It's helping you, isn't it? Es hilft euch doch, oder? When you know this in your foundation. Wenn du all das weißt und wirklich als dein Fundament wirklich so hast. So much of the Christianity is we're humble, unworthy servants. Ein so großer Teil der Christenheit hat diese Mentalität, wir sind nur so kleine Sünderchen, Diener und Knechte, demütig. I got news for you. Ich habe Nachricht für euch. The devil will always be there to tell you about your past. Der Teufel wird immer auftauchen, um dich über deine Vergangenheit He's aufzuklären. Called the accuser of the brethren. Weil er der Verkläger der Brüder genannt Who's wird. The brethren? Und wer sind denn die Brüder? Let's talk about brothers and sisters in the Lord. Hier ist die Rede von Brüdern und Schwestern so im that's Herrn. The way he'll try to work on you. Also, das ist die Art und Weise, wie er versucht, an dir wirksam zu werden. To bring up your past. Dir ständig deine Vergangenheit vor Augen But remember, zu führen. That was your past. Aber erinnert dich daran, das war deine Vergangenheit. But remember, God is rich in mercy. Aber erinnert euch daran, Gott ist reich an Erbarmen. Halleluja. Halleluja. And you know, when the devil tries to do that, und wisst ihr, wenn der Teufel versucht, damit durchzukommen, just open up the book of Revelations, dann öffne doch einfach mal die Offenbarung, also das Buch der Offenbarung in der Bibel. Other places. Read him his future. Und da gibt es auch andere Stellen in der Bibel und dann kannst du ihm seine Zukunft vorlesen. Your past is gone, it's over. Deine Vergangenheit ist ja vorbei, sie ist vergangen. You're a new creation. Und du bist eine neue Schöpfung geworden. And you can just tell the devil, und dann kannst du dem Teufel einfach you sagen, telling me about my past that's gone in Christ. Du versuchst mir zu erzählen von meiner Vergangenheit, die in Christus Jesus vorbei ist. Let me tell you, devil, about your future. Teufel, lass mich mal dir über deine Zukunft Let was me erzählen. Just tell you what's planned for you. Lass mir dir sagen, was für dich geplant ist. You read all that stuff. I'll tell you what, he'll leave you alone very quick. Ich sag's dir, wenn du ihm all das Zeug mal vorliest, wird er ganz schnell dich in Ruhe lassen und davon gehen. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Have you learned something today? Habt ihr heute was gelernt? Been encouraged today. Halleluja. Seid ihr ermutigt worden? Father, thank you for your wonderful word. Vater, wir danken dir für dein wunderbares thank Wort. Thank you for your wonderful word. Danke für dein wunderbares Wort. Halleluja. Halleluja. If you're here today, und wenn du heute hier bist, or on the live stream, oder auch am Livestream, and let's all just close our eyes here for a second. Und wisst ihr, lasst uns mal hier für einen Moment unsere Augen schließen. Or you're on the live stream. Oder du bist jemand, der am Livestream jetzt verbunden ist. And now you understand. Und jetzt verstehst du, why you need to be saved. Warum du errettet werden musst. Why you need to be born again. Warum du es nötig hast, von neuem geboren zu werden. You understand what Jesus did for you. I explained it very clear. Ich habe es ganz klar erklärt, was Jesus für dich getan hat. You cannot save yourself through your works. Und du kannst dich selbst nicht erretten mit deinen Nobody eigenen Werken. Can. Niemand kann das. And no other religion has a savior. Und keine andere Religion hat einen Retter. Weil keine dieser religiösen Leiter vollkommen war. Denn es gibt nur einen. Es gibt nur einen, der gestorben ist und unsere Sündennatur auf sich genommen hat. Und es gibt nur einen, der dann aus den Toten auferstanden ist, und damit zu beweisen, dass alles, was er vorher gesagt hatte, die absolute Wahrheit war. You can try to do all these good things, du kannst versuchen, all diese guten Dinge zu tun, but you'll never do enough to be satisfied. Aber du wirst nie genug tun können, um absolut zufrieden zu but sein. When you realize, und du erkennst, that Jesus did the work, dass Jesus die eigentliche Arbeit getan hat, so that you could receive das Werk, das du empfangen kannst, eternal life, das ewige Leben, to be born again, to be saved, um von neuem geboren zu werden und errettet zu sein, by believing what Jesus did, indem du glaubst an das, was Jesus getan hat. It's so much better. Und das ist so viel besser. And then you're free. Und dann bist du frei. And God becomes your father, and you become his child. Und Gott wird dein Vater und du wirst sein Kind. But just like Adam in the beginning had to make a choice, everybody has to make a choice. God did not make man a robot without a will. Und so wie Adam am Anfang eine Wahl zu treffen hatte, so ist es für jeden einzelnen Menschen. Jeder muss sich entscheiden, weil Gott die Menschen nicht als Roboter geschaffen hat, sondern ausgestattet mit einem eigenen Willen zu entscheiden. You can never say, well, if God wants me to be saved, I'll be saved. Nun, man könnte ja sagen, nun, wenn Gott wollte, dass ich gerettet bin, dann werde ich das auch sein. Nein, so ist es nicht. Provided the way. He's already done the work. Denn er hat den Weg und das Werk bereits bereitet. But you as a human being with the will have to make a decision about Jesus. Aber ihr als menschlich geschaffene Wesen müsst mit eurem eigenen Willen die Entscheidung dazu treffen, die Errettung anzunehmen. And in when Jesus. You do, und wenn du das tust, you will experience wirst du das Erlebnis haben, the greatest miracle, des allergrößten Wunders. The sin nature will leave you in the spirit. Die Sündennatur wird dich in deinem menschlichen Geist verlassen. And you will become a child of God. Und du wirst ein Kind Gottes. It won't be just God somewhere out there. You will know him as a father. Er wird dann nicht mehr Gott sein, der irgendwo da draußen ist, völlig unbekannt. Und du wirst ihn kennen als Gott, der echt dein Vater ist. And this takes place through a very simple prayer. Und das passiert durch ein ganz einfaches Gebet. And so I want to pray with you today. Und so möchte ich heute mit euch beten. Anyone here, you want to receive Jesus today? Ist hier irgendjemand hier, der heute Jesus annehmen möchte? You say, I want that life. Du sagst ja, ich will dieses Leben haben. I want to be born again. Ich will von neuem geboren werden. I want to know Jesus today. I want to know for sure that God is my Father, that heaven is my future. Ich will heute Jesus kennenlernen und ich will mir ganz sicher sein, dass Gott mein Vater ist und der Himmel meine Zukunft ist. Lift your hand right now and I'll pray for you. Dann heb jetzt deine Hand und ich werde für dich beten und mit dir beten und auch am Livestream. You've never prayed this prayer and you want to today. Wenn du dieses Gebet noch nicht gesprochen hast, du willst es aber haben, dann sei dabei. All right, let's pray together this simple prayer. Okay, lasst uns zusammen mitsprechen bei diesem ganz einfachen Gebet. Those of you on the live stream that want to pray with us right now. Auch ihr am Livestream, betet jetzt mit uns dieses Gebet mit. Jesus, Jesus, I believe in you. Ich glaube an dich.
Ich glaube an dich. I believe you died for me. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. I believe you took my sin on the cross. Ich glaube, dass du am Kreuz meine Sünde auf dich genommen hast. Ich glaube, dass du am Kreuz meine Sünde auf dich genommen hast. I believe you went to hell for me. Ich glaube, dass du für mich in die Hölle gegangen bist. Ich glaube, dass du für mich in die Hölle gegangen bist. And I want to say thank you, Jesus. Und ich will dir Danke sagen, Jesus. Und ich will dir Danke sagen, Jesus. And Jesus, you raised from the dead. Und Jesus, du bist aus den Toten auferstanden. Und Jesus, du bist aus den Toten auferstanden. Jesus. 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 I believe in you. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. As my Lord and Savior. Als meinen Herrn und Retter. Als meinen Herrn und Retter. I'm now saved. Ich bin jetzt errettet. Ich bin jetzt errettet. I'm now born again. Ich bin jetzt von neuem geboren. Ich bin jetzt von neuem geboren. Halleluja! Halleluja! Welcome to the family of God. Willkommen in der Familie Gottes. If you prayed that prayer for the first time, wenn du dieses Gebet überhaupt zum ersten Mal gesprochen hast, you live here in Germany, und du lebst hier in Deutschland, we got a great church. If you're in the area, we invite you. Wir laden dich ein, wenn du hier aus der Gegend bist. Wir haben hier eine großartige Gemeinde. We'll get you a Bible. Und du wirst eine Bibel bekommen, and we'll help you to grow. Und wir helfen dir zu wachsen. So important to learn the word, because that's where you find out who you are and what you can do as a Christian. Es ist so wichtig, Gottes Wort kennenzulernen, denn dort ist die Stelle, wo du herausfindest, wer du als Christ, als Kind Gottes geworden bist. And we have great teaching, great preaching. Und wir haben großartige Lehre und Predigt. We know how to pray and believe God. Und wir wissen auch, wie man betet und Gott glaubt. We got a lot of love here. Und wir haben ganz viel Liebe hier. So we say, welcome to the family. Also wir sagen dir herzlich willkommen in der Familie. Amen. Amen. Is there anybody that needs healing in their body? Stand up right now. I'm going to pray for you. Ist da irgendjemand, der